Jahre nach den Anschlägen vom 11. September ist in New York ein mutmaßliches Teil eines der beteiligten Flugzeuge gefunden worden. Eingekeilt zwischen zwei Gebäuden in Manhattan, zwei Häuserblocks vom eingestürzten World Trade Center entfernt. Das 1,50 Meter hohe und 90 Zentimeter breite Stück eines Landungsgestells sei schon am Mittwoch von einem Bauteam entdeckt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Auf dem Teil sei eine Identifikationsnummer von Boeing deutlich erkennbar gewesen. Dass das Teil so lange verborgen blieb, ist nach Ansicht des New Yorker Kommissars Ray Kelly nicht verwunderlich. Wenn man sieht, wie eng diese Lücke ist und wenn man sich vorstellt, welches Chaos auf dieser Straße damals herrschte, ist das gar nicht so überraschend. Die Polizei sicherte die Fundstelle ab. Sie wird wie ein Tatort untersucht. Das ist ein historisches Fundstück. Wir müssen sicherstellen, dass sich keine menschlichen Überreste daran befinden. Am 11. September 2001 wurden zwei Verkehrsflugzeuge in die World Trade Zwillingstürme gelenkt. Dabei starben fast 3000 Menschen. Auf dem verwüsteten Gelände Ground Zero wurden in den vergangenen 12 Jahren immer wieder Überreste und DNA-Spuren von Opfern gefunden.